Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nordkurier TV. Weite Teile der Malchiner Innenstadt müssen zurzeit ohne Straßenbeleuchtung auskommen. Bei Straßen- und Tiefbauarbeiten hat offenbar ein schweres Fahrzeug ein Stromkabel zerstört. Repariert werden kann der Schaden erst nach den Osterfeiertagen, weil dann ohnehin neue Leitungen verlegt werden sollen. Trotz der anhaltenden Milchkrise hat der Familienbetrieb Benzin bei Templin mehr als 900.000 Euro in ein Melkhaus und Liegehallen investiert. Zwei Roboter melken jetzt die rund 350 Kühe. Die EU förderte das Vorhaben. Wegen eines plötzlichen Hagelschauers hat ein Autofahrer auf der A20 nahe Neubrandenburg einen schweren Unfall erlitten. Der Mann wurde von Rettungskräften aus seinem Wagen befreit und ins Krankenhaus gebracht. Die Autobahn war rund 1,5 Stunden gesperrt. Ein Vierteljahr nach der schweren Sturmflut sind die meisten Strände gut gerüstet auf den Ansturm der Ostergäste. Angespülter Unrat und Baumstämme wurden entsorgt, Dünen ausgebessert und Strandzugänge repariert, wie ein Strandcheck des Nordkuriers ergab. Nur den noch immer verwüsteten Feuersteinstrand von Mukran sollten Besucher besser meiden. In unserem Schnappschuss des Tages wird aufgeräumt. 2 Wochen nach der Sprengung des Feuerwachtturms bei Kuhlmorgen entsorgt die Jatznicker Buntmetallbörse bis Mittwoch den Schrott. Firmeninhaber Matthias Großkopf rechnet mit 20 Tonnen Stahlschrott. Anschließend wird die beräumte Fläche rekultiviert, da sie in einem Schutzgebiet liegt. Durchwachsene Aussichten, der Blick aufs Wetter. Faszinierende Aussichten. Entdecken Sie die ewige Stadt Rom, Kolosseum, Fontana di Trevi und Vatikan. Eine Stadt unvergesslicher Eindrücke mit Nordkurierreisen. Heute scheint die Sonne bei wechselnder Bewölkung. Die Temperaturen erreichen 8 bis 10 Grad. In der Nacht sinken die Werte auf bis zu 5 Grad. Morgen erwartet uns verbreitet Regenwetter mit Temperaturen um die 10 Grad. Das war Nordkurier TV für heute. Klicken Sie sich morgen wieder rein. Auf Wiedersehen.